wird also alles ganz anders als früher. Dann braucht ihr nur noch auf den Knopf zu drücken. Alles andere machen die Automaten. So verkünden es viele Omas als Festangestellte oder freischaffende Erzähler. Die Kinder hören es, sie lesen es und glauben es. An einer Lichtenberger Polytechnischen Oberschule wurde ein Aufsatz über das Leben im Jahr 2000 geschrieben. Plötzlich sagte mein Roboter, dass wir landen müssen. Da immer größere Anforderungen gestellt werden, muss ich mich ständig mit dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik beschäftigen. Die Kinder in der Schule brauchen nicht mehr lernen und alles im Kopf behalten. Das macht der denkende Roboter Dina. Wenn ich ein Hotel betrete, sehe ich keinen Ober, wie es früher war, sondern ich drücke nur auf den Knopf und alles kommt automatisch herangerollt. Es wird auch keine Schule mehr geben. So radikal beseitigte zwar nur ein Staatsbürger des Jahres 2000 jede geistige Tätigkeit. Dennoch, dass die Zukunft mehr Wissen von uns fordern wird, diese Vorstellung fanden wir nur in 40% der Aufsätze. 60% der Kinder beschränken die künftige Tätigkeit auf das Knöpfedrücken. So also denken sie. So denken wir, die Erwachsenen. Und in der Tat, das goldene Zeitalter des Knöpfedrückens hat schon begonnen. Braucht ihr nur noch auf den Knopf zu drücken? Alles andere machen die Automaten. Da braucht's nun fremde Hilfe. Märchenhafter Glücksfall, der RFT-Kundendienst kommt sofort. Offenbar versagt die Knöpfchen-Theorie in dem Augenblick, da bloße Nutznießung des Vorhandenen nicht mehr ausreicht und aktives Einwirken auf die Natur durch die Technik notwendig wird. Eines der modernsten technischen Hilfsmittel ist das Elektronengehirn. Über eines dieser Wunderwerke verfügt die Martin-Luther-Universität in Halle. Ich darf Ihnen Klaus Kannen vorstellen. Er hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit einer Mathematikaufgabe. Und ich weiß, in solchen Fällen, da ruft man dann ein Königreich für ein Elektronengehirn. Sie wollen Ihnen den ZA1 zur Verfügung stellen, habe ich gehört. Ja, das ist durchaus möglich. Dann bitte, bedienen Sie sich. Ja. Automat einen Hinweis gegeben, dass erst programmiert werden muss. Das mussten Sie selbstverständlich erst tun. Dazu ist es vorteilhaft, wenn Sie hier drüben ein... Dann ist dort der Tetradenlocher bereit, die Lochkarteneingabe, das Schreibgerät an der Ausgabe, schließlich die Knöpfe. Den Rest besorgt dann der Automat, der im Augenblick leider noch immer schweigt. So ein Elektronengehirn ist doch ein Stück Zukunft in der Gegenwart. Man erwartet noch viel von ihm. Es soll Produktionsprozesse steuern, dolmetschen, lesen und archivieren, diagnostizieren, Wettervorhersagen, selbst dichten und komponieren. Das alles soll er einmal tun, aber, wie diese Bilder zeigen, nützt er nur einem Kopf, der ihn beherrscht. Der Rechenautomat beweist uns heute schon, dass unsere gegenwärtige Bildung und Ausbildung für die Zukunft nicht reicht.
Man kann sich seiner gegenwärtig nur mit Erfolg bedienen, wenn man eine Spezialausbildung genossen hat, wie dieses junge Mädchen, das unserem Freunde hilft. Der ZAA1 könnte jetzt in wenigen Sekunden das Resultat errechnen, aber halt! Der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, verlieh heute Vormittag auf Vorschlag des Präsidiums des Ministerrates hohe staatliche Auszeichnungen. Die 25 Persönlichkeiten und Kollektive haben großen Anteil an den Erfolgen des sozialistischen Aufbaus. Mit dem Karl-Marx-Orden wurde die Zeitschrift für Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus, die Einheit, geehrt. Den Ehrentitel Hervorragender Wissenschaftler des Volkes erhielt Nationalpreisträger Prof. Dr. Kurt Mothes von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg für seine richtungweisenden Arbeiten auf dem Gebiet der Biochemie der Pflanzen. Heute mit uns die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle zu besuchen. Ja, und mit ihren 8000 Studenten und 6000 Beschäftigten ist sie der größte Betrieb der Stadt Halle. Viele neue Forschungsergebnisse und moderne Erkenntnisse der Wissenschaft sind heute mit dem Namen der Martin-Luther-Universität im In- und Ausland verbunden. Ja, verlassen wir erst einmal diesen Hörsaal, um uns der Chronik der hallischen Martin-Luther-Universität zuzuwenden. In Halle auf dem Markte, da stehen zwei große Löwen. Mit diesen Worten setzte schon Heinrich Heine den beiden Löwen hier ein bleibendes Denkmal in der Literatur. 1868 verließen sie den Markt und wurden dann später hier vor dem Hauptgebäude der Universität aufgestellt. Das ist übrigens hier der Senatssaal. In diesem Saal wird über das Wohl und Wehe der Universität entschieden. Der Hohe Senat hält hier seine Sitzungen ab. Übrigens, schon 1502 wurde die Universität in Wittenberg gegründet. Die Matrikel dieser Universität sind uns erhalten geblieben und stellen eine Kostbarkeit unter den Kunstschätzen dar. Auch das Rektorenzepter, eine wertvolle Goldschmiedearbeit aus dem Jahre 1509, kündet von dieser längst vergangenen Zeit. Über die Gründung der Universität in Halle vermerkt die Chronik das Jahr 1694. Die herrlichen Barockzepter aus dem gleichen Jahr versetzen auch heute Kunstfreunde aus aller Welt in Begeisterung. 1817 vereinigten sich beide Universitäten. Die Entwicklung der Universität konzentrierte sich seit dieser Zeit auf Halle. Diese Amtskette des Rektors mit Universitätssiegel stammt aus dem Jahre 1878. Das hier ist das Hauptgebäude der Universität, nach seinen beiden Torhütern auch Löwengebäude genannt. Wir finden hier viele Büsten, berühmte Gelehrte und Wissenschaftler, die ihren Ruf an dieser Universität begründeten. Christian Thomasius und Wilhelm Gesenius, Friedrich Schleiermacher und Johann Christian Reil und nicht zu vergessen Melanchthon und Martin Luther, nachdem die Hallische Universität ihren Namen erhielt. Und nun möchte ich Ihnen gerne noch die Aula zeigen. Doch dort findet gerade ein Konzert mit dem Reichert-Chor statt. Oh,
Herr Professor Schinke, wenn man den Namen Numerisches Institut hört, dann denkt man an Datenverarbeitung und Rechenzentrum in der modernen Industrie. Ist das so? Das ist eine durchaus richtige Gedankenverbindung, Frau Lazar. An unserem Institut wird Lehre und Forschung auf dem Gebiet der numerischen Mathematik und maschinellen Rechentechnik betrieben. Zur Durchführung dieser Aufgaben stehen uns gegenwärtig 3 programmgesteuerte Computer zur Verfügung. Zunächst will ich Ihnen einen kleinen Digitalrechner vorstellen, an dem die Studenten selbstgefertigte Programme, in den Übungen und Praktika sind die hergestellt worden, selbstständig einfahren und auch auf Fehler kontrollieren können und die Ergebnisse dann weiter prüfen können. Ein anderes Rechengerät, ein Automat, den wir als Analogrechner bezeichnen, sehen Sie hier, an dem gegenwärtig eine Dame arbeitet, die aus der VAR zu uns gekommen ist. Außerdem will ich Ihnen dann noch den Digitalrechner ZR1 zeigen, der in den meisten Rechenzentren der DDR benutzt wird. Er ist von der Firma VEB Carl Zeiss in Jena hergestellt worden. Das ist dieser hier. Das ist dieser hier. An diesem Automat können wir verschiedene technische Probleme durchführen. Allerdings fehlen zurzeit immer noch sehr viele Nachwuchskräfte an den Rechenzentren. Das ist bei uns so und in anderen Ländern auch. Man ist bemüht, auch Kader aus anderen Disziplinen in speziellen postgradualen Lehrgängen auf dem Gebiet der Rechentechnik auszubilden. Die wissenschaftlich-technischen Probleme größeren Umfangs verlangen gerade, dass man heute einen Computer einsetzt. Man müsste zum Beispiel bei einem Großbauvorhaben eine Gruppe von Bauingenieuren und Mathematikern mehrere Monate lang beschäftigen für das gleiche Problem, das ein Computer in wenigen Minuten erledigen kann. So schnell geht das? Oh ja, das geht unter Umständen sehr schnell. Herr Professor, darf ich das mal ausprobieren und einfach hier so drücken? Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, dann wollen wir uns das mal an. Der schreibt ja was. Ja, der gibt Ihnen eine Antwort auf das, was Sie ihm vorgegeben haben. Gleich ist es soweit. Programmieren. Bitte. Programmieren bitte. Ja, Sie haben vergessen, die ganze Vorbereitung für den Computer. Der Computer konnte Ihnen nur die Auskunft geben, dass Sie erst ein Programm herstellen müssen. Denn bevor der Computer überhaupt in der Lage ist zu arbeiten, ist eine eingehende Vorarbeit notwendig. Es muss ein mathematisches Modell gebildet werden, es muss programmiert werden und es müssen schließlich dann die Informationsträger vorbereitet werden. In diesem Fall beim ZR1 sind es Lochkarten. Um Ihnen das zu veranschaulichen, werden wir Ihnen gleich einmal ein technisches Problem hier durchrechnen. Am besten ist es, wir sehen uns das mal an dem Montage- und Bauablauf für das Interhotel Stadthalle an. Wir hatten dabei den Auftrag, den Bauablauf mit Hilfe eines Netzwerkes darzustellen. Das heißt also, die verschiedenen Bauabschnitte waren zeitlich begrenzt und es musste dann vom Computer gesucht werden, welcher Bauablauf der günstigste ist, sodass die vorgegebenen Termine eingehalten werden konnten. Sie sehen das hier an diesem Netzwerk.
zunächst ein verwirrendes Durcheinander von Strichen, in dem die ganzen Arbeitsprozesse alle eingezeichnet sind. Dem Computer wurde ein Netzwerkprogramm eingespeist und wir werden sehen, er wird uns dann den entsprechenden Bauablauf, den sogenannten kritischen Weg, auch tatsächlich aufweisen. Zunächst werden wir also an diesem Eingabegerät des ZRA1 die Lochkarten eingeben. Nach der Eingabe wird der Computer dieses Programm durchrechnen und uns schließlich die Ergebnisse im Tabellendruck hier an diesem Ausgabegerät zeigen. Und schließlich möchte ich Ihnen zum Schluss noch einmal das Netzwerk zeigen, indem Sie hier stark einzeichnet den kritischen Weg sehen können, der für den Bauablauf maßgebend war und gleichzeitig dafür, dass das Interhotel am Heiligabend dem Publikum. Bürgermeister übergeben werden konnte. Botanischer Garten, meine Damen und Herren, das ist tropisches Klima, das sind exotische Pflanzen und mancher Kakteenfreund würde sich glücklich schätzen, einen Teil davon zu besitzen. Wir sind hier hinausgefahren nach Halle in die botanischen Anstalten der Hallischen Universität, um hier Neues zu entdecken. Wir freuen uns ganz besonders, als Gesprächspartner Herrn Nationalpreisträger Prof. Dr. Meusel bei uns begrüßen zu können. Herr Professor, gleich die erste Frage. Wie lange sind Sie eigentlich schon in Halle? 34 Jahre. 1932 bin ich nach Halle gekommen, noch als Student, und habe hier bereits vorwiegend im Botanischen Institut, damals unter der Leitung von Herrn Professor Troll, gearbeitet. 1946 haben Sie die Leitung des Botanischen Gartens übernommen und welche Tätigkeit üben Sie heute aus? Neben der Direktion des Botanischen Gartens habe ich die Leitung der Botanischen Anstalten und betreue insbesondere das Institut für Systematische Botanik und Pflanzengeographie. Ein Institut, das sich in erster Linie mit den Aufgaben der Geobotanik, also der Verteilung der Pflanzen auf der Erde, der Abhängigkeit der Pflanzenwelt von den Bedingungen des Erdraums befasst. Und wenn wir hier einen Blick hineinwerfen in diese großartige Sammlung, dann fühlt man sich fast wie nach Brasilien versetzt. Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt aus einer charakteristischen Pflanzenwelt der Erde. Mit Brasilien haben Sie allerdings nicht ganz recht. Wir sind hier in Afrika. Aha. Diese Pflanzen, die Sie hier sehen, sind altweltliche Sukkulente, die den Kakteen der neuen Welt ähnlich sehen. Aber es sind, wie Sie hier sehen, Wolfsmilchgewächse, aha, die aus allen Fugen einen weißen Milchsaft entlassen, wenn man sie anschneidet. Herr Professor, man findet hier viele Pflanzen aus vielen Ländern der Erde und wir haben gehört, dass Sie einen Teil dieser Pflanzen auch selbst von Ihren Auslandsreisen mitgebracht haben. Ja, wir kommen hier gerade an eine Stelle, wo ich Ihnen einige Pflanzen zeigen kann, die ich als kleine Exemplare im Rucksack mitgebracht habe von den Kanarischen Inseln. Aha. Sie sind inzwischen ja schon zu mannshohen Gestalten herangewachsen. Wir haben sie auch in verschiedener Hinsicht untersucht, beobachtet und in ihrem Aufbau studiert. Herr Professor, seit etwa einem Jahr macht ein Werk die Runde in der Welt, von dem wir wissen, dass Sie Herausgeber und Mitautor zugleich sind. Können Sie uns etwas Näheres sagen? Es ist ein Atlas, wie wir gehört haben. Es handelt sich dabei um eine Arbeit, die die Verbreitung der Pflanzen behandelt, und zwar insbesondere die Verbreitung der Pflanzen im mitteleuropäischen Raum. Alle Arten, die hier vorkommen, alle Arten der höheren Pflanzen, wurden genau kartiert und nach einheitlichen Gesichtspunkten in ihrem Verbreitungscharakter erfasst. Als ich das in Vorbereitung der Sendung erfahren habe, habe ich mir gesagt, es muss eine sagenhafte Arbeit gewesen sein, alle Pflanzen zu erfassen, die zwischen dem Atlantik und dem Ural wachsen. Eine harte Arbeit, kann man sagen, ja. Die sich übrigens nicht bloß auf das Gebiet zwischen Atlantik und Ural erstreckt, sondern die weit darüber hinaus greift, in den ganzen asiatischen, sibirischen, zentralasiatischen Raum bis in den fernen Osten und die auch, wenn es notwendig ist, es gibt solche Arten, die Gebiete der Nordamerikas mit beinhaltet. Wie viele Pflanzen haben Sie ungefähr erfasst? Es sind 1000 Arten unserer Flora kartiert
Wir haben aber dabei die verwandten Arten mit berücksichtigt und es sind etwa dann 3000 Kartierungen und insgesamt vielleicht beinahe 10.000 Arten, die wir hier erfasst haben. Sehr interessant. Herr Professor, sicher eine Arbeit von mehreren Jahren, oder? Ja, ich habe begonnen mit dieser Arbeit bereits vor dem Krieg, hatte die Möglichkeit, während des Krieges eine Skizze zu dieser Arbeit fertigzustellen, war allerdings dann nach dem Krieg durch viele andere Verpflichtungen zunächst abgehalten, diese Arbeit fortzusetzen. Und wir haben die Hauptarbeit in den letzten 10 Jahren im Kollektiv unseres Instituts und in engster Zusammenarbeit mit vielen Kollegen des In- und Auslandes vorgenommen. Herr Professor, eine Frage. Es liegt ein Atlas vor, es ist viel wissenschaftliche Arbeit investiert. Hat dieser Atlas einen praktischen Nutzen? Sicherlich, in verschiedener Hinsicht ist auch hier ein praktischer Nutzen vorhanden. Man darf natürlich nicht an einen direkten Nutzen bei allen Einzelheiten handeln. Es ist zunächst einmal nötig, dass wir uns in unserer heutigen Zeit, die ja die Welt ungeheuer stark verändert, eine Inventur machen von all dem, was in unserer Heimat vorhanden ist und an Pflanzen und wie diese Arten verbreitet sind, denn es ist damit zu rechnen, dass bei den vielen Einflüssen, die heute auf die gesamte Erdoberfläche einwirken, dass da natürlich große Veränderungen vor sich gehen. Denken Sie nur an die Verunreinigung der Luft, des Wassers und an viele andere Dinge, an die ganzen Bauten, an die Industrievorhaben, an die Bergwerksvorhaben. Und deshalb ist es notwendig, die heutige Situation exakt zu erfassen. Also ein ganz praktischer Nutzen. Herr Professor, Sie haben für diese großartige Arbeit am 7. Oktober dieses Jahres den Nationalpreis bekommen. Sicher ein erhebender Augenblick in der Arbeit des Jahres 1966, für den wir Sie nochmal beglückwünschen möchten. Ja, ich habe diese Nachricht erfahren, als ich gerade auf einer Studienreise in Spanien war. Aha, also Sie haben ihn nachträglich in Empfang genommen. Ja. Sind also frisch gebackener Nationalpreisträger, man kann das nochmal so sagen. Wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön. Reiz. Frist. Wuchs. Mist. Oh, Herr Professor Jacobi, wenn man diesen Lärm hört, dann kann man verstehen, dass es Menschen gibt, die ohrenkrank werden. Aber Sie bekämpfen diesen Lärm und Sie analysieren ihn. Ja, der Lärm schädigt viele Organe des Menschen, der damit in Berührung kommt, aber er schädigt zuallererst das Ohr. Und es gibt ja keine andere Behandlung für diese Hörstörung durch Lärm als eine prophylaktische, das heißt eine Vorsorge zu treffen. Und darum müssen wir den Lärm am Ort seiner Entstehung, hier auf dem Flugplatz oder auch in den Betrieben, aufzeichnen, analysieren und dann entsprechende Ratschläge geben, sowohl den Menschen wie auch den Betrieben, damit die Schäden nicht auftreten. Diese Forschung dient also der Prophylaxe, aber Sie heilen doch auch schon vorhandene Schäden. Wenn es sich um Entzündungen und andere Erkrankungen handelt, so haben wir eine Menge Patienten zu behandeln, die an Halserkrankungen, Kehlkopferkrankungen, Nasen, Nebenhöhlen, aber auch vor allem am Ohr eben leiden. Es sind zumeist entzündliche Erkrankungen. Wir haben damit einen Durchgang von etwa 70.000 Patienten im Jahr. Und wenn wir diese Patienten behandeln, müssen wir sehr viel operieren. Operieren natürlich Kehlkopfkrebsfälle und andere Erkrankungen der oberen Luftwege. Die häufigsten Operationen sind naturgemäß die Ohrenfälle, von denen wir etwa 1.000 im Jahr zu operieren haben. Doch so viel. Es sind eben noch sehr viele alte Erkrankungen, die nachzuholen sind, aufzuarbeiten sind. Heute ist man ja sehr viel weiter in der Diagnostik. Wir können heute Hörprüfungen schon ab ersten Tag des Lebens ausführen. Und mit diesen ganz modernen Hörprüfungsmethoden hat man auch sehr viel schneller die Möglichkeit zu helfen. Wir operieren Kinder schon, bevor sie in die Schule gehen, damit sie gut hören. Und wir operieren natürlich dann durch das ganze Leben. Auch die ältesten Greise können, sofern sie noch operable Hörstörungen haben, operiert werden.
Unsere Klinik hat viel Tradition auf diesem Gebiet, denn vor 100 Jahren gerade hat Herr Geheimrat Schwarze die erste Ohraufmeißlung überhaupt in der Welt hier in Halle ausgeführt. Und damals in dieser Klinik auch, ne? Noch nicht in dem Gebäude, aber schon in Halle. Das Gebäude steht auch noch, in dem er operiert hat. Es sind damals aus der ganzen Welt die Leute zu ihm gereist und haben das hier gelernt. Und diese Tradition ist dann auch fortgesetzt worden. Mein werter Lehrer und Vorgänger, Professor Eckert Möbius, hat hier 1950 die ersten Otoskleroseoperationen ausgeführt. Und auch heute gelten wir in dieser Richtung immer noch als eine führende und forschende Klinik. Aber diese Mittelohrerkrankungen, von denen wir bisher sprachen, sind natürlich nicht die einzigen Schäden. Wir beherrschen das Mittelohr heute, wir können es gut diagnostizieren, wir können es auch operativ und anderweitig auch behandeln. Aber die Innenohrstörungen, zu denen auch eben die Lärmschäden gehören, da haben wir noch sehr viele Geheimnisse. Nun, Mittelohr ist mir ein Begriff, Innenohr leider gar nicht. Können Sie da etwas drüber sagen? Ja, vielleicht, wenn Sie dieses Modell sehen, das stellt das ganze Innenohr oder Labyrinth dar. Hier sind die Bogengänge und damit die Gleichgewichtsorgane, von denen wollen wir jetzt nicht sprechen. Und da ist die Schnecke, die den Höranteil des Innenohres enthält. Mit dem Vestibularorgan, dem Gleichgewichtsorgan, wollen wir uns erst in Zukunft forschungsmäßig befassen. Dagegen betreiben wir jetzt schon seit Jahren die Innenohrforschung, die deswegen, weil das Innenohr ja Flüssigkeiten enthält, die für den Hörvorgang wichtig sind. Sie sehen hier einen Durchschnitt, einen Querschnitt durch eine Schneckenwindung. Diese Flüssigkeiten, von denen ich schon sprach, sind verschiedener Natur in diesen einzelnen Treppen, wie man das in der Schnecke nennt. Und wir untersuchen diese Flüssigkeiten zunächst. Wir untersuchen natürlich auch die Aktionsströme und so weiter. Aber die Zusammensetzung, glauben wir, der Flüssigkeiten ist entscheidend für manche Störungen. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft mit besseren und weiteren Ergebnissen, die laufend mit neuen Methoden erarbeitet werden, auch diesen Menschen, die darunter leiden werden, helfen können. Wir sind im Moment noch räumlich sehr stark eingeschränkt, sodass wir nicht alle Forschungsdinge sofort durchführen können. Aber das wird sich ändern. Ja, Sie wissen ja, dass wir im nächsten Jahr die 250-Jahr-Feier des Halleschen Klinikums, des ältesten Klinikums, haben. Und wir werden auch im nächsten Jahr anbauen, gerade für diese Forschungszwecke. Und dann wird sowohl eine Abteilung für die Gleichgewichtsorganforschung wie auch für diese biochemische und elektrophysiologische Forschung des Innenohres eröffnet sein. Wir hoffen, dass wir damit auch die notwendigen Resultate haben werden, um auch den Menschen zu helfen, denen bisher noch außer mit Hörapparaten, also mit prothetischer Versorgung, noch nicht geholfen werden kann. Herr Professor Jacobi, recht herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen für die Zukunft und auf Ihrem Forschungsgebiet alles, alles Gute. Danke sehr. Das war gestern noch. Aber jetzt, meine Damen und Herren, haben wir einen sehr prominenten Gast hier. Es ist Herr Professor Monod vom Institut Pasteur aus Paris. Er ist Professor für Molekularbiologie an der Sorbonne in Paris. Und er ist heute unser Gast. Sie sind Nobelpreisträger des Jahres 1965. Wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu können. Was ist der Grund Ihres Besuches in Halle? Der Grund für meinen Besuch in Halle besteht darin, dass mir die Akademie der Naturforscher Leopoldina anlässlich ihres 30. Jahrestages die Carus-Medaille verliehen hat. Da ich jedoch 2 Jahre im Ausland weilte, ist es mir erst jetzt möglich, diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Sie haben gestern, Herr Professor, einen Vortrag über Molekularbiologie in Halle gehalten. Was ist der Gegenstand Ihrer wissenschaftlichen Arbeit am Institut Pasteur? Mit meinen Kollegen, den Herrn Wolf und Jakob, arbeite ich seit Jahren auf dem Gebiet der Chemie der Bakterien und besonders des Einflusses chemischer Prozesse auf die Vererbung zusammen.
In diesem Zusammenhang führen wir Untersuchungen über die Genetik der Bakterien durch und verwenden die Ergebnisse zur Kreuzung der verschiedenen Arten von Bakterien. Mit Hilfe biochemischer Kenntnisse versuchen wir auf diese Weise aus der Chemie des Moleküls Rückschlüsse auf die Vererbung zu ziehen. Wir haben viele Veröffentlichungen von Ihnen gelesen und wir möchten an Sie die Frage richten, welche Meinung haben Sie zur Stellung des Wissenschaftlers in der Gesellschaft von heute? Ich glaube, das ist eine Frage, die von außerordentlicher Bedeutung ist. Uns als Wissenschaftler fällt hierbei eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe zu, da derartige Untersuchungen bzw. Resultate zu einschneidenden Veränderungen in der Natur des Lebewesens führen können. Es kommt auf uns an, die Erkenntnisse zum Nutzen der Menschheit zu verwenden. Sie sind zu Besuch in der DDR und wir freuen uns sehr darüber. Was halten Sie von der internationalen Verbindung der Wissenschaftler? In meiner Disziplin, dem Gebiet der Molekularchemie, gibt es eine ganze Anzahl von Forschungsgruppen in den verschiedenen Ländern. Es gibt auf dem Gebiet der Biologie seit etwa 15 Jahren eine wahrhafte Explosion von Fortschritt, nicht zuletzt durch unser gemeinsames Handeln. Wir sind überzeugt, dass eine internationale Zusammenarbeit bei der ungeheuer schnellen Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik unbedingt erforderlich ist. Dabei ist es notwendig, persönliche Beziehungen herzustellen. Das ist auch bei gemeinsamen Interessen, so meine ich, gar nicht so schwer. Ich möchte diese Gelegenheit gern nutzen, um zu sagen, dass ich es sehr wünsche, die Beziehungen zwischen Wissenschaftlern aus Ost und West zu vertiefen, damit sich dadurch eine ähnliche wissenschaftliche Zusammenarbeit entwickeln kann, wie sie zurzeit zwischen England und Frankreich besteht. Et ils ne sont pas suffisamment spontanés. Il faudrait arriver à une situation où ce deviennent des rapports d'amitié personnelle et où les contacts soient aussi fréquents entre hommes de science, disons d'Allemagne de l'Est et de France, qu'ils peuvent l'être à l'heure actuelle entre des hommes de science français et anglais, disons. Indem wir nochmal unsere Freude über einen Besuch in Halle zum Ausdruck bringen, möchten wir uns gleichzeitig für dieses Gespräch bei Ihnen bedanken. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich habe die Freude, Ihnen den Rektor der Halleschen Universität, Herrn Prof. Dr. Wolf, vorzustellen. Magnifizenz, wir haben uns an der Halleschen Universität in den Instituten ein wenig umgesehen. Wie viele Institute gibt es eigentlich hier an der Universität? Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat 125 Institute. Und können Sie uns etwas über das Profil der Halleschen Universität sagen? Gern. Zu einem Profil einer Universität gehört natürlich das Moment der Tradition. Wir pflegen also Traditionen, die an der Halleschen Universität gegeben sind, insbesondere natürlich auf geisteswissenschaftlichen Sektor. Denn es ist ja immerhin eine Universität, die nun weit über 400 Jahre Bestand hat. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass das Profil einer Universität heute bestimmt wird durch die Beziehungen zur Praxis und zur allgemeinen wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Und es ist ja bekannt, dass die Stadt Halle und damit auch die Universität Halle im Zentrum des Chemiebezirkes der Deutschen Demokratischen Republik ist. Und diese Stellung im Bezirk und die Beziehungen zur Praxis dieses Bezirkes bestimmt natürlich auch mit das Profil unserer Universität. Wenn ich es etwas ausmalen darf, die Beziehungen zur Praxis, insbesondere der chemischen Industrie, diese bezieht sich auf die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät, aber darüber hinaus spielen diese Fragen auch in der medizinischen Fakultät, in der landwirtschaftlichen Fakultät eine beachtliche Rolle. Magnifizenz, Sie waren, bevor Sie zum Rektor der Halleschen Universität gewählt wurden, Forschungsdirektor im VEB Farbenfabrik in Wolfen. Sie sind also ein Mann der Praxis und ich möchte Sie fragen, ob Sie das Prinzip der Praxisverbundenheit auch hier an der Universität aufrechterhalten. Ja, selbstverständlich. Ich war also 7 Jahre Forschungsdirektor in Wolfen gewesen. Und es ist eines meiner vornehmsten Aufgaben, diese Beziehungen zur sozialistischen Praxis weiterhin zu pflegen und auszubauen.
Aber ich möchte auch kritisch dazu sagen, dass wir nicht an der Universität die Aufgabe sehen, heuristische Aufgaben, zum Beispiel für die chemische Industrie, zu lösen, sondern wir wollen am wissenschaftlichen Vorlauf im Zusammenhang mit der Ausbildung und Erziehung unserer Studenten in diesem Sinne wirken. Wenn ich vielleicht noch einmal auf die erste Frage zurückkommen kann, das Profil einer Universität bestimmt sich also sowohl auf den reinen wissenschaftlich-technischen Gegebenheiten und natürlich, und das darf man in einem solchen Chemiebezirk natürlich auch nicht außer Acht lassen, das ist ein weiteres wesentliches Anliegen, diese humanistischen Traditionen einer Universität weiter zu pflegen und zu fördern. Und es ist ja bekannt, dass Halle ein Zentrum der Aufklärung war und dass wir also auf geisteswissenschaftlichen Sektor diese Tradition auch weiterhin fortsetzen. Es ist bekannt, dass wir in Halle zum Beispiel ein buddhistisches Zentrum haben, weiterhin die Ausstrahlung Halles in den Nahostraum, hier wirkte Brockelmann, und wir haben die Deutsche Morgenländische Bibliothek in Halle und wir feiern ja bekanntlich in 2 Jahren den 100. Geburtstag von Brockelmann. Das heißt also, diese traditionellen Ausstrahlungen, geistigen Ausstrahlungen einer Universität auf geistigem Sektor, kulturellem Sektor hinaus, diese Traditionen zu pflegen, sind uns natürlich vornehmstes Anliegen. Herr Boeser, im nächsten Jahr wird es eine Reihe von Feierlichkeiten an der Halleschen Alma Mater geben. Was sind das für Feierlichkeiten? Wir haben im nächsten Jahr das Zusammentreffen einer ganzen Reihe beachtlicher Gedenktage und Feierlichkeiten. Die 150-jährige Vereinigung der Universitäten Halle und Wittenberg. Und wir werden diese Gelegenheit benutzen, der 150-Jahr-Feier der Vereinigung von Halle und Wittenberg ein Symposium hochschulpolitischen Inhalts durchzuführen. Und zwar wird sich der Titel belaufen dieses Symposiums Spezialisierung und Integration in der Wissenschaft. Und wir betrachten gerade dieses Symposium, was natürlich hochschulpolitisch eine große Aktualität besitzt, als eine Auswertung der kommenden Hochschulkonferenz Anfang Februar und auch des kommenden Parteitages. Was gibt es für weitere Feierlichkeiten? Weiterhin sind im Oktober die Feierlichkeiten zur 450-Jahr-Feier der Reformation. Und wir tragen ja auch den Namen Martin Luthers. Und schließlich möchten wir last not least darauf hinweisen, dass also auch noch die 250-Jahr-Feier unseres Hallischen Klinikums sein wird. Es ist etwa das älteste Klinikum Deutschlands und wir erwarten in diesem Zusammenhang auch natürlich mit den anderen Feierlichkeiten eine große Anzahl internationaler und anerkannter Gäste. Kann man schon Namen nennen, Herr Boeser? Nun, es ist natürlich so, dass jede Feierlichkeit, sagen wir mal die spezifischen Gäste, dass sich da spezifische Gäste angemeldet haben und sie auch von uns eingeladen werden. Ich kann schon jetzt sagen, dass die Reformationsfeierlichkeiten einen großen internationalen Widerhall gefunden haben, insbesondere in den nordischen Ländern, aber selbst bis Amerika oder England haben wir das große Interesse dafür gespürt. Magnifizenz, Sie haben ein großes Programm für das Jahr 1967 vor sich liegen. Ich möchte Ihnen viel Erfolg für dieses neue Jahr und für diese großen Tage an der Halleschen Universität wünschen. Herzlichen Dank. Danke sehr meinerseits. Das war die 21. Folge der Sendereihe Dreieck. Diesmal aus der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Christine Lassar. Und Hans-Dieter Krüger. Halle an der Saale, Musikstadt, Chemiestadt, Stadt auch der alten und berühmten Alma Mater Hallensis. Wissenschaftler wie Melanchthon, Thomasius, Brugsch vermittelten hier fundamentale wissenschaftliche Kenntnisse. Sie hat Tradition über 450 Jahre, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Gute humanistische und überholte. Zum Beispiel der inhaltliche und strukturelle Aufbau der Institute als streng voneinander abgegrenzte Bereiche.
wie überall für die Anforderungen an eine moderne Lehre und Forschung im 20. Jahrhundert zu eng, zu unbeweglich geworden. Hier die Hochschule von heute. Das Großinstitut für Pharmazie der Martin-Luther-Universität. Mit der Übernahme eines neuen Gebäudes vollzog sich auch ein inhaltlicher und struktureller Wandel. Der Direktor des Großinstituts, Professor Reppel, zugleich Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, erläutert die neuen Prinzipien von Struktur, Lehre und Forschung. Meine Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Direktoriumssitzung, in der wir uns im Wesentlichen mit dem gemeinsamen Arbeitsprogramm beschäftigen wollen. Ein wichtiger Punkt in diesem Arbeitsprogramm wird naturgemäß die Leitungsstruktur wie die Struktur unseres Instituts überhaupt sein. Wir haben uns, wie Sie wissen, auf eine starke kollektive Leitung orientiert und als kontinuierliches Leitungsorgan ein Direktorium gebildet. Demgegenüber wird der Direktor nur für eine begrenzte Zeit jeweils tätig sein und aus dem Kreise des Direktoriums gewählt. In diesem Direktorium werden alle entscheidenden Fragen des Instituts beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst. Die Spezialisierung in den einzelnen Lehrstuhlbereichen und ihre Integration in das Gesamtinstitut sichern eine maximale Ausnutzung aller vorhandenen Kapazitäten. Damit wird zugleich die Effektivität in den Bereichen Lehre und Erziehung sowie Forschung wesentlich erhöht. Wir sehen deshalb in der Bildung dieses Großinstitutes einen der Wege, die Prinzipien zur weiteren Entwicklung der Universitäten und Hochschulen der DDR zu realisieren. Ziel der Ausbildung, hochqualifizierte Kader für das sozialistische Gesundheitswesen der DDR, für die pharmazeutische Industrie und für die pharmazeutische Lehre und Forschung. Die Frage, ob für diesen Zweck Depotpräparate notwendig sind, ist müßig. Zweifellos wird durch Depotpräparate die Medikation vereinfacht. Das dreimal täglich wird durch das einmal täglich ersetzt. Das Einnehmen tagsüber kann nicht mehr vergessen werden. Hauptanliegen in allen Ausbildungsphasen, die Studenten in stärkerem Maße als bisher zum selbstständigen wissenschaftlichen Denken zu erziehen, sie mit den neuesten Erkenntnissen ihrer Wissenschaft vertraut zu machen. Denn schließlich wird die Mehrzahl der Absolventen leitende Funktionen im Gesundheitswesen übernehmen. Das großzügig ausgestattete Institut bietet alle Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. In diesen labialen Drüsenschuppen. Grundprinzip der Arbeit hier, so Professor Reppel, ist die enge Verbindung von Lehre und Forschung. Darin liegt auch der tiefere Sinn des Großinstituts, nämlich einen weitreichenden wissenschaftlichen Vorlauf für die pharmazeutische Industrie zu schaffen. Die Arzneibücher verlangen ungefähr 50% gewöhnlich. Im Bereich der pharmazeutischen Chemie wird im Besonderen an der Synthese, Prüfung und Standardisierung von Arzneistoffen gearbeitet. Arzneimittel mit langer Wirkungsdauer werden angestrebt, damit der Patient die Arznei weniger häufig einnehmen muss. Die in der pharmazeutischen Chemie gewonnenen Erkenntnisse sind die Arbeitsgrundlage für die Wissenschaftler und Studenten der pharmazeutischen Technologie. Sie beschäftigen sich mit den technologischen Prozessen zur Schaffung neuer Arzneiformen, wie zum Beispiel Tabletten und Suspensionen, die in hohem Maße eine genaue und zuverlässige Dosierung der Arzneimittel gewährleisten. Entsprechend neue Prüfverfahren sollen eine bessere Qualität der Arzneimittelzubereitung garantieren.
Pflanzen, Wurzeln und Pilzkulturen sind die Forschungsobjekte der Fachrichtung Pharmakognosie. In diesem Bereich geht es vor allem darum, die vielfältigen natürlichen Stoffe aus Mikroorganismen, höheren Pflanzen und Tieren zu erforschen und sie zur Herstellung von Arzneimitteln zu nutzen. Diese Forschungsarbeiten bilden eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung des neuen deutschen Arzneimittelbuches der DDR. Wie wirken natürliche und synthetische Arzneimittel auf den lebenden Organismus? Im Tierversuch schließt sich der Kreis der Forschungsarbeiten in den einzelnen Institutsbereichen. Der Lehrstuhl für Pharmakologie, erstmals an einem pharmazeutischen Hochschulinstitut der DDR eingerichtet, ermöglicht eine rasche Orientierung der Forschung auf besonders wirksame Substanzen. So wird die Entwicklungszeit für neue Arzneimittel erheblich verkürzt. Betrachten wir den Komplex Forschung in unserem Institut, so lässt sich zusammenfassend aussagen. Wir haben die Forschung des Institutes auf wenige Schwerpunkte konzentriert, um eine maximale Ausnutzung aller Kapazitäten zu gewährleisten. Wir glauben aber auch, dass die Forschungsarbeit am Institut besonders den wissenschaftlichen Vorlauf für die pharmazeutische Industrie bringen soll. Und es ist notwendig, dass in diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie erfolgt. Diese Kooperation sollte nach unserer Auffassung im Rahmen von Vertragsforschungsaufträgen erfolgen, denn nur auf diese Weise ist es möglich, die Effektivität der Forschung so zu gestalten, dass für beide Vertragspartner ein maximaler Nutzen erreicht wird. Die bisher übliche Vergabe von Kleinstforschungsaufträgen seitens der pharmazeutischen Industrie ist für uns von untergeordneter Bedeutung und liegt nicht im Hauptinteresse des Institutes. Diese Forschung sollte durch größere Forschungsvorhaben abgelöst werden, die die komplexe Bearbeitung einer vereinbarten Thematik ermöglichen.
Drei Tage beschäftigten Sie sich in der Berliner Kongresshalle mit Fragen der Elektronenmikroskopie. Welche Probleme werden auf diesem Gebiet in den nächsten Jahren zu behandeln sein? Darauf muss ich Ihnen zwei Antworten geben. Einmal geht es um die gerätemäßige Entwicklung und zum anderen geht es um das Gebiet der Anwendung. Zur gerätemäßigen Entwicklung müssen wir feststellen, wir haben in der jüngsten Zeit eine neue Generation von Geräten mit sehr hohem Aufdunstvermögen. Das Aufdunstvermögen reicht jetzt bis zu etwa 3-4 Angströmen. Das ist die konventionelle Elektronenmikroskopie. Daneben gibt es die nicht konventionellen Verfahren. Das sind Sonderanordnungen wie die Rastermikroskopie, wie die Emissionsmikroskopie. Auch hier gibt es enorme Fortschritte. Es ist dadurch möglich, völlig neue Anwendungsgebiete zu erschließen. Was die Anwendung betrifft, ich sagte eben, wir haben jetzt diese höchstauflösenden Geräte. Mit diesen höchstauflösenden Geräten wird es möglich sein, etwa auf dem Gebiet der Biologie und Medizin weiter vorzudringen, bis in die atomaren, in die molekularen Dimensionen hinein. Und was die Anwendung etwa für Technik, auch für die Physik betrifft, da wird es dahin gehen, dass wir auch unter Anwendung der nicht konventionellen Methoden sehr viel detailliertere Fragen, etwa in der Werkstoffphysik, zum Verhalten der Werkstoffe stellen können. Die Tagung, Herr Professor Bethke, in Berlin war gut besucht. Es waren Wissenschaftler aus dem In- und Ausland hier. Welche Rolle spielt die Elektronenmikroskopie bei uns in der DDR? Ja, es ist so, bei uns spielt die Elektronenmikroskopie eigentlich die Rolle, die sie international spielt. Das heißt, wir arbeiten eigentlich auf allen Gebieten recht aktiv, die auch international im Vordergrund stehen. Wenn Sie nach den speziellen Richtungen fragen, die wir in der DDR vielleicht etwas als Spitzen betreiben, dann steht auch bei uns im Vordergrund die Ultrastrukturforschung für die Biologie und Medizin. Ja. Und auf dem Gebiet der physikalisch-technischen Anwendung sind es die Probleme der Werkstoffphysik, wo die DDR, das darf man sagen, doch mit guten Erfolgen in der internationalen Front durchaus mit vorn schwimmt.
Das in der Fachwelt bekannte Institut für Festkörperphysik und Elektronenmikroskopie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Halle. In Kürze wird hier die erste internationale Forschungsstätte unseres Landes gegründet. Am Zentrum für Elektronenmikroskopie beteiligen sich die Akademien aus der Sowjetunion, Bulgarien, der CSSR, Polen, Rumänien und Ungarn. Was ist Elektronenmikroskopie und was will Elektronenmikroskopie, Herr Professor? Ja, die Elektronenmikroskopie ist eine sehr breit wirkende Forschungsmethode. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Mikrostruktur der Materie aufzuklären. Dabei reicht die Anwendung von der Biologie und Medizin, wo es etwa um die Aufklärung biologisch wichtiger Strukturen bis hinein in die molekulare Größenordnung geht, bis hin zu dem weiten Feld der Festkörperphysik, wo wir etwa Kristalldefekte untersuchen, die wiederum von großer Bedeutung sind für die Erklärung von Werkstoffeigenschaften. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat die Elektronenmikroskopie? Das zunächst eine Antwort. Die Bedeutung ist außerordentlich breit, weil die Elektronenmikroskopie in so viele Richtungen hineinreicht. Aber ich kann es nur erklären, am besten meine ich mit einem Beispiel. Wir haben kürzlich aufgeklärt den Schadensfall, die Bruchursache von Turbinenschaufeln. Dazu mussten wir sehr moderne Methoden der Rasterelektronenmikroskopie und der Mikroanalyse anwenden. Das Problem wurde gelöst und der Auftraggeber konnte uns hinterher bescheinigen, dass dadurch die Stillstandzeiten von Großdieseln, in denen diese Turbinen angewendet werden, von durchschnittlich 15% auf 3-4% gesenkt werden konnten. Würde man das in Mark und Pfennig ausdrücken, dann, so würde ich meinen, ist allein mit einem solchen Fall der Anschaffungspreis eines Gerätes bereits längst heimverdient worden. In wenigen Wochen wird bei Ihnen das Internationale Zentrum für Elektronenmikroskopie gegründet. Was erwarten Sie davon? Ein paar Worte zur Vorgeschichte. Zentren kann man nicht auf der grünen Wiese gründen. Zentren müssen aus der Erfahrung heraus entstehen. Wir sind als Einrichtung der Akademie sehr systematisch ausgebaut worden in den letzten Jahren, sodass wir das Gesamtgebiet der Elektronenmikroskopie heute betreiben, wie es, ich darf das sagen, nur an wenigen Stellen sonst in der Welt geschieht. Wir haben auch seit Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit mit zahlreichen Instituten der sozialistischen Länder. Um ein Beispiel zu geben, allein am Höchstspannungselektronenmikroskop haben im letzten Jahr mehr als 25 Gastwissenschaftler gearbeitet. Mit dem Zentrum vertiefen wir diese Zusammenarbeit. Wir erhöhen die Effektivität der einzelnen Forschungsgruppen in den verschiedenen Ländern und wir erhoffen uns insgesamt eine Verstärkung, ich sagte es, der Zusammenarbeit und auch die Möglichkeit des komplexeren Herangehens an Probleme, die alle Länder interessieren. Wenn Sie fragen nach der volkswirtschaftlichen Bedeutung, das ist eine etwas stereotype Frage. Ich muss zunächst mal oder würde zunächst einmal sagen, was gute Wissenschaft ist, dient eigentlich immer in irgendeiner Weise der Volkswirtschaft. Man weiß nicht, ob es gleich morgen sein wird oder später. Wir wissen heute, dass die Technik zunehmend höhere Forderungen an spezielle Werkstoffe stellt. Ich denke etwa an Probleme der Reaktorphysik oder wenn wir noch etwas weiter schauen, irgendwann kommt der Fusionsreaktor. Man braucht neue Werkstoffe und um diese zu entwickeln, muss man lernen, wirklich sehr speziell im Detail
was geschieht bei einem Werkstoff in einer bestimmten Beanspruchung. Und das zu untersuchen, erlaubt, ich sagte es schon, die Hochspannungselektronenmikroskopie und insbesondere die In-Situ-Technik in ganz exzellenter Weise. Künstliches aus der Luft. Mittel gegen Unkraut oder Schädlinge. Sie heißen Biozide oder Herbizide. In jedem Falle handelt es sich um Chemie und bringt zum gewünschten Effekt auch ungewollte Belastungen der Natur. Schroff gesagt, man bringt etwas um, damit etwas anderes gedeiht. Aber es geht auch anders. Zum Beispiel kann man die Pflanzen der Umwelt besser anpassen. Hirngespinste oder reale Möglichkeiten? Dass also die Früchte, die Äpfel zum Beispiel, unter der Wirkung eines bestimmten Wirkstoffes automatisch dann vom Baum fallen und nur aufgefangen zu werden brauchen. Alles das sind, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, Möglichkeiten heute, die sich abzeichnen, wo auch schon Prinziplösungen gefunden wurden, um die Pflanzenproduktion in unserem Sinne zu beeinflussen. Was aus unserem Munde vielleicht utopisch erschien, ihm können Sie es ruhig glauben, Professor Klaus Schreiber. Für ihn sind Gedanken solcher Art gewöhnlicher Arbeitstag, als Forscher und Leiter des Instituts für Biochemie der Pflanzen in Halle. Ein Mann mit zwei Schreibtischen. Der eine Schreibtisch, an dem wir jetzt sitzen, ist im Wesentlichen für die Erfüllung meiner administrativen Aufgaben bestimmt, während der zweite Schreibtisch, der sehr viel mit Büchern und Zeitschriften belegt ist, vor allem mir der wissenschaftlichen Arbeit gewidmet ist. Ich habe dadurch den Vorteil, dass ich nicht immer alles abräumen muss und eine gewisse Übersicht und Ordnung behalte. Natürlich haben beide Schreibtische miteinander zu tun. Denn Leiter eines Forschungsinstituts zu sein, heißt auf eigene wissenschaftliche Leistungen verweisen zu können. Und weil Professor Schreiber das kann als zweifacher Nationalpreisträger, sind beide Tische nicht selten verwaist und er unterwegs zu internationalen Kongressen. Doch zurückkommen wollen wir auf ihn, den Leitungstisch. Eine Arbeit zeigen, die sich eigentlich nicht zeigen lässt. Die Leitung eines Instituts von 180 Mitarbeitern. Denn wie organisiert man wissenschaftliche Entdeckungen? Es ist meines Erachtens nicht möglich, dass man in einer Planung praktisch netzwerkartig festlegt, wann welcher Mitarbeiter welchen genialen Gedanken haben kann oder soll. Hier muss man die Voraussetzungen schaffen und hoffen, dass dieser möglichst früh kommt. Und deswegen neigen wir zurzeit dazu, anders als bei der Überführungs- oder Anwendungsforschung, in der Grundlagenforschung nicht die Ergebnisse zu planen, sondern die Aktivitäten, die wir für richtig ansehen, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. Von außen ist das Institut zunächst erst einmal eine Gärtnerei. Hier wächst von allem etwas, aber weniger fürs Auge als vielmehr für das Reagenzglas. Denn all diese Pflanzen sind sozusagen Untersuchungsgegenstände. Und was da zu Anfang unseres Berichts als kühner Entwurf von Zukunft erschien, hier nimmt er Gestalt an und erweist sich als nicht gerade aufregender Alltag eines Forschungsinstituts mit Reagenzgläsern, Messgeräten und Tabellen. Bei vielen dieser Untersuchungen geht es um eine neue Generation von Wirkstoffen, solchen, die nicht vernichten, sondern, wie gesagt, die Pflanze bestimmten Bedingungen anpassen, sie widerstandsfähig machen. Das Ziel sind Erträge, nicht geschmälert durch Wetter, Schädlinge und Krankheiten. Doch vor dem wissenschaftlichen Erfolg stehen Sorgfalt, Systematik, Ausdauer. Und die Leidenschaft? In der Forschung ist es sehr schwer, Erfolg oder Engagement administrativ durchzusetzen. Sie können meines Erachtens nicht eine Anordnung erlassen, dass jeder Mitarbeiter mit Leidenschaft und Engagement seine Aufgabe erfüllt. Das muss entweder vorhanden sein oder muss versucht, anerzogen zu werden.
Dazu ist wieder eine richtige Motivation wichtig. Natürlich ist es ein für den Wissenschaftler immer sehr überzeugendes Motiv und auch sehr verbreitetes Motiv, dass die Suche nach neuen Erkenntnissen, dieser Pioniergeist, der in Erscheinung tritt, wenn man Neuland betritt, unbekannte Gebiete erschließt, eine sehr reizvolle Motivation ist. Und viele forschen vor allem deswegen, eben weil sie sich diesem Abenteuer stellen wollen. Aber es ist natürlich auch oftmals ein Motiv, in der Wissenschaft erfolgreich zu sein, um Ruhm und Ehre zu ernten oder in der Wissenschaftshierarchie voranzukommen, vielleicht auch etwas mehr Geld zu verdienen. Ich glaube, dass alle diese genannten Motivationen legitim sind. Dass es aber entscheidend darauf ankommt, die persönlichen mit den gesellschaftlichen Interessen zu synchronisieren, also zu einer Einheit werden zu lassen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir gewonnen. Vom Nahrungs- bis zum Arzneimittel, von der Natur leben wir nun einmal. Heute und in Zukunft mit größeren Ansprüchen als heute. Darum geht es, wenn hier zunächst in mühevoller Kleinarbeit durch eine aufwendige Prozedur, die von der Zentrifuge über den Kühlschrank bis hin zum Schüttelapparat reicht, die Pflanzen aufbereitet werden, bis auf die Zelle oder gar das Molekül. Erst dann wird experimentiert, ausgewertet, geschlussfolgert. Geschlussfolgert, wie der Mensch in die Natur eingreifen kann, zu seinem Besten. Für eine Gesellschaft ist sicherlich eine gelegentliche Spitzenleistung wünschenswert, die wirklich die Welt aufregt, die also, ich möchte mal sagen, auch zu einem Nobelpreis führen könnte. Aber es würde nicht geholfen sein, wenn wirklich nur alle 20 oder 50 Jahre so eine Spitzenleistung kommt. Wir müssen erreichen, dass eine Institution, die natürlich der Gesellschaft Geld kostet, auch der Gesellschaft wieder Geld einbringt, dass also unsere Ausgaben, unser Aufwand, den wir in der Forschung treiben, auch kurzfristig und kontinuierlich wieder zurückfließt. Uns fehlt es manchmal an dem Mut zum Risiko, weil uns dieses Risiko dann nicht die Sicherheit liefert, dann auch das gewünschte oder das erstrebte Resultat möglichst kurzfristig zu kriegen. Auch hier ist es, glaube ich, richtig, das sowohl als auch zu praktizieren, nicht nur risikoreiche Forschung zu treiben, sondern auch solche, die Sicherheit liefert, aber die risikoreiche Forschung nicht auszuklammern. Wir müssen beides tun. Im Sinne eines angenehmeren, eines leichteren, eines schöneren Lebens, wobei die Schönheit natürlich nie vergessen werden sollte. Manche werden fast 2 Meter groß, andere bringen es kaum auf 1,50 Meter. Auf der Grundlage von Erbinformationen steuern Hormone unsere Größe. Auch bei Pflanzen sind es Hormone, die alle wesentlichen Lebensvorgänge steuern. Das Wachstum, das Blühen, die Fruchtbildung. Solche Stoffe künstlich herzustellen und zur Ertragssteigerung zu nutzen, ist ein Ziel der Forschung. Denn uns steht für die Ernährung eines jeden Bürgers nur eine Fläche von etwa einem halben Fußballfeld zur Verfügung und die Anbauflächen bleiben begrenzt. Reserven liegen vor allem in der Intensivierung der Landwirtschaft. Dazu gehört auch das Behandeln der Pflanzen mit Wirkstoffen, die das Wachstum regulieren. Heute bereits können durch künstlich hergestellte Wirkstoffe die Getreidehalme verkürzt und dadurch stabilisiert werden. Das bringt weniger Ernteverluste. Doch die Forschungen an den Präparaten gehen weiter. Nicht nur die Halme sollen stabilisiert werden, der Ertrag an Getreide insgesamt soll durch derartige Wirkstoffe erhöht werden. Auch im Hallenser Institut für Biochemie der Pflanzen beschäftigen sich die Wissenschaftler mit diesen Problemen.
In einer Klimakammer werden unabhängig von der Jahreszeit, vom Wetter, die für die Forschungen benötigten Pflanzen herangezogen. Pflanzenaufzucht also unter kontrollierten Bedingungen. Künstliches Licht ersetzt die Sonne. Temperatur und Feuchtigkeit werden nach Bedarf geregelt. Hier wird der Einfluss von Wachstumsregulatoren auf die Blütenbildung überprüft. Und hier Hormonbestimmungen an Pflanzen. Denn erst die genaue Kenntnis des natürlichen Hormonsystems der Pflanzen ermöglicht es, künstliche Wirkstoffe herzustellen, die den Hormonhaushalt der Pflanzen beeinflussen. Um diese Menge eines Pflanzenhormons herzustellen, mussten 4 Tonnen Bohnen mit 2000 Litern Methanol verarbeitet werden. Die Hormone sind in nur so geringen Mengen in den Pflanzen vorhanden, dass sie sich auch selbst kaum isolieren lassen. Nur die Wirkungen sind nachweisbar. Mit Wuchsstoffen behandelte Pflanzen und unbehandelte Pflanzen. Ein Problem für die Wissenschaftler: jede Pflanzenart spricht nur während einer ganz bestimmten Entwicklungsperiode im Frühjahr auf für sie typische Wachstumsregulatoren an. Doch in der Praxis wäre damit die Landwirtschaft überfordert. Deshalb entstanden Kombinationspräparate, die beispielsweise für alle Getreidearten zu einem günstigen Zeitpunkt nur einmal angewandt werden müssen. Andere Fragen: Wie werden die Wirkstoffe von der Pflanze aufgenommen? Wie verteilen sie sich? Wie werden sie in der Pflanze umgewandelt und wie werden sie abgebaut? Dazu behandelt man die Pflanzen mit radioaktiv markierten Wirkstoffen. Proberöhrchen mit den Pflanzenextrakten. Ein computergesteuertes Messgerät hilft den Wissenschaftlern, Antwort auf ihre Fragen zu finden. Gerade für die Praxis ist es wichtig, ganz genau zu wissen, wie die künstlichen Wachstumsregulatoren von der Pflanze verwertet werden. Das Ziel: mit den geringsten Mengen dieser Stoffe größte Wirkungen zu erreichen. Das ist billiger, ökonomischer und vor allem umweltfreundlicher. Doch nicht nur bei Getreide nutzt man die Wirkungen der Hormone, um die Erträge zu erhöhen. Weitere Versuche werden mit Ackerbohnen und Zuckerrüben durchgeführt. Und auch bei anderen Kulturpflanzen gelang es, durch Wachstumsregulatoren den Stoffwechsel günstig zu beeinflussen. Der Orden Großer Stern der Völkerfreundschaft wird überreicht an Medizinalrat Professor Wolfgang Presper, Chefarzt im Städtischen Klinikum Berlin-Buch. Den Ehrentitel hervorragender Wissenschaftler des Volkes erhält Professor Heinz Bethge, Direktor des Instituts für Festkörperphysik und Elektronenmikroskopie Halle. Im Institut für Festkörperphysik und Elektronenmikroskopie in Halle wird Ihnen Dr. Keller demonstrieren, wie man mittels Elektronenmikroskopie in atomare Dimensionen vorstößt. Gegenüber einem Lichtmikroskop ist das Auflösungsvermögen eines Elektronenmikroskops, das heißt die Fähigkeit, zwei benachbarte Objekteinzelheiten getrennt wahrnehmen zu können, etwa 100-mal besser. Es ist dies darin begründet, dass man einem Elektronenstrahl eine kürzere Wellenlänge als die des Lichtes zuschreiben kann. Wir wollen uns jetzt ein einfaches elektronenmikroskopisches Objekt, nämlich Magnesiumoxid, herstellen. Dazu verbrennen wir etwas Magnesium. Es entsteht Magnesiumoxid in Form eines weißen Rauches. Etwas von diesem Rauch fangen wir auf einem elektronenmikroskopischen Objektträger auf. Es ist dies ein feines Kupfernetz,
mit einer Maschenweite von einigen Hundertstel Millimetern. Ein solches Netz wurde bereits in das Mikroskop eingeschleust und kann beobachten, wie hier die Objektpatrone in den Strahlengang gebracht wird. Auf dem Leuchtschirm des Mikroskops sehen wir bei hundertfacher Vergrößerung unser Objektträgernetz. Wir steigern nun die Vergrößerung in Stufen. Zunächst bei 8000-facher Vergrößerung sehen wir, dass der Rauch, den wir vorhin sahen, aus kleinen Partikeln besteht. Diese Partikel können wir deutlicher bei einer Vergrößerung von 44.000-fach sehen. Sie treten als kleine würfelförmige Kristallchen in Erscheinung. Solche Beobachtungen haben ihren Sinn, weil wir auf diese Weise die Form und die Größenverteilung von Partikeln, zum Beispiel in einem Rauch, untersuchen können. Wenn wir mehr sehen wollen, benötigen wir ein modernes, sogenanntes Höchstauflösungsmikroskop. Bei einem solchen Mikroskop können wir jedoch nicht mehr mit der Fernsehkamera direkt auf den Leuchtschirm gehen, weil die Helligkeit zu gering ist und eine Nachvergrößerung notwendig ist. Ich zeige Ihnen deshalb einige fotografische Aufnahmen. Zunächst noch ein Bild von den Magnesiumoxidwürfeln, diesmal bei 400.000-facher Vergrößerung. Die Kantenlänge dieses Würfels ist 1/10.000 Millimeter. Wir können jetzt durch die Kristalle hindurch sehen. Die Würfelform kommt dadurch sehr schön plastisch zum Ausdruck. Hier das Kristallgittermodell des Magnesiumoxids. Der Abstand der Atome ist in der Größenordnung von 1/10 Millionstel Millimeter. Mit einem abgeänderten Abbildungsmod können wir diese Gitterstruktur im Elektronenmikroskop sichtbar machen. Wir sehen dann zum Beispiel die Netzebenen. Hier unten im Bild als schwarze Linien. Am Beispiel eines anderen Kristalls des Germaniums sehen wir die Projektion der atomaren Struktur des Kristallgitters, während wir im amorphen Germaniumoxid nichts sehen. An der Grenzfläche sehen wir in diesem Bild auch eine Oberflächenstufe, deren Höhe ein Atomabstand ist. Eine besonders reizvolle Aufnahme wurde uns von Professor Ueda aus Japan zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um die Gitterstruktur des chlorierten Kupferphthalocyanins. Das Besondere ist nun, dass wir neben der Gitterstruktur der Moleküle auch den Aufbau der Moleküle selbst sehen, wie sich um ein zentrales Kupferatom herum die Stickstoffatome, die Kohlenstoffatome und schließlich die Chloratome gruppieren. Der Durchmesser eines solchen Moleküls ist 1,6 Nanometer, das ist ungefähr 1 Millionstel Millimeter. Verehrte Zuschauer, wir haben gerade gehört, welche erstaunlichen Fähigkeiten die Pflanzen besitzen, um Regenerate zu bilden, die sich dann zu neuen Tochterpflanzen entwickeln können. Man nutzt diese Methodik schon in großem Maße in der Landwirtschaft. In jüngster Zeit hat die In-vitro-Vermehrung oder In-vitro-Verklonung auch Eingang in die Arzneipflanzenforschung gefunden. Es ist unbestritten, dass wir auch im Zeitalter der Chemie nicht auf unsere Heilpflanzen verzichten können. Jeder von Ihnen kennt die Kamille, die Pfefferminze, Fenchel und viele andere einheimische Drogen. Das ist aber nur die eine Seite. Arzneipflanzen sind auch wichtiges Rohmaterial zur Gewinnung einheitlicher, chemisch reiner Substanzen, die wir dann in der Medizin in standardisierter Form nutzen können.
Eine wichtige Rohstoffquelle ist zum Beispiel, dass der Fingerhut digital ist, aus denen wir herzaktive Glykoside gewinnen können. International gesehen gibt es etwa 60 bis 70 Pflanzeninhaltsstoffe, die in der Medizin Verwendung finden. Zur Isolation der Wirkstoffe kann man Arzneipflanzen sammeln oder feldmäßig anbauen. Doch viele dieser wichtigen Heilpflanzen, von denen wir hier einige sehen, wachsen nicht unter unseren klimatischen Bedingungen im Freiland. Wir sind also auf den Import angewiesen. Die Frage für uns war nun, benötigt man zur Wirkstoffgewinnung überhaupt die gesamte Pflanze? Gibt es nicht Möglichkeiten, auch Zellen von Arzneipflanzen, ähnlich wie Mikroorganismen, in Fermentoren zu kultivieren? Heute kann man das praktisch mit jeder Pflanze tun. Zuerst wird ein Teil einer intakten Pflanze entnommen und steril auf einen geeigneten Nährboden übertragen. Hier entwickelt sich ein Zellhaufen, ein sogenannter Callus. Im nächsten Schritt wird nun versucht, diese einzelnen Zellen oder Zellaggregate in einer flüssigen Nährlösung zum Wachsen zu bringen. Wichtig ist dabei eine ausreichende Belüftung, wie es in Airlift-Fermentoren geschieht. Schnelles, gleichmäßiges Wachstum ist jedoch nur eine wichtige Bedingung. Der Schlüssel zum Erfolg liegt vor allem in der Auffindung von solchen Zellen einer Pflanze, die eine Stoffproduktion gewährleisten. Denn normalerweise werden die Wirkstoffe nur von Ganzpflanzen und nicht von Zellkulturen produziert. Die Suche nach derartigen hochproduktiven Zelllinien ist mühsam, zeitaufwendig und erfordert geeignete Analysenmethoden, wie zum Beispiel immunologische Verfahren oder die Hochdruckflüssigkeitschromatographie, wie wir es im Bild sehen. Die Bildung der Wirkstoffe muss durch gezielte Eingriffe in den Stoffwechsel der Pflanzen ausgelöst werden. Kenntnisse über Regulationsmechanismen der Wirkstoffsynthese sind dazu erforderlich. Nun gibt es eine Reihe von Faktoren, die die Ausbeuten erhöhen können. Ein Faktor, der bei bestimmten Zellkulturen wirksam ist, ist ein exaktes Belichtungsregime. Neben dem Licht lässt sich die Wirkstoffproduktion durch Pflanzenhormone auslösen und steuern. Dies möchte ich Ihnen an einigen Beispielen zeigen. In diesen Kolben sind keine Wirkstoffe zugegeben worden. Ohne Wirkstoffe keine Bildung der Naturstoffe. Im zweiten Kolben ist eine Wirkstoffkombination hinzugefügt worden und es bildet sich ein gelb gefärbter Wirkstoff. In diesem Experiment haben wir unterschiedliche Kombinationen von Pflanzenhormonen benutzt. In dem einen Fall kommt es zur Bildung des rot gefärbten Wirkstoffes. Im anderen Kolben sehen Sie den grünen Farbstoff, das Chlorophyll, was normalerweise in den Blättern der Pflanze vorkommt. Manche Zellkulturen sind sogar in der Lage, Wirkstoffe zu bilden, die bislang in der höheren Pflanze noch nicht nachgewiesen werden konnten. Die biotechnologische Gewinnung pflanzlicher Arzneistoffe bietet beträchtliche Vorteile gegenüber der Extraktion der Wirkstoffe aus der Ganzpflanze. Ich möchte Ihnen einige nennen. Wir sind unabhängig von der Jahreszeit, von der Witterung und von Pflanzenkrankheiten. Die Zellen tropischer Pflanzen, von denen Sie hier einige sehen, können wir praktisch an jedem Ort der Erde kultivieren. Das im Fermenter erzeugte Zellmaterial besitzt eine gleichbleibende Qualität.
Eine anerkannte Ausbildungsstätte für künftige Physiker, Chemiker, Pädagogen, Fachleute für Industrie und Landwirtschaft. Die Martin-Luther-Universität Halle. Für die erfolgreiche Entwicklung der Hallenser Alma Mater, die am 1. Februar vor 40 Jahren als antifaschistisch-demokratische Hochschuleinrichtung neu eröffnet wurde, sprechen über 6000 veröffentlichte wissenschaftliche Publikationen allein seit dem 10. Parteitag der SED. Vor allem aber mehr als 400 patentreife Lösungen, von denen gut ein Drittel in enger Kooperation mit den großen Kombinaten und Betrieben unserer Republik entstanden sind. Gewissermaßen ist die Verbindung von Wissenschaft und Produktion in der jüngsten Geschichte unserer Universität schon eine Traditionslinie geworden. Wir stehen natürlich ausgehend von den Beschlüssen des Politbüros des Ministerrats vom Herbst vergangenen Jahres vor völlig neuen Aufgaben auf diesem Gebiet. Es geht um Konzentration unserer Potenziale auf die für die Gesellschaft und Volkswirtschaft entscheidenden Gebiete. Es geht um eine engere Verbindung von Wissenschaft und Produktion, angefangen von der Grundlagenforschung über die Erziehung, Ausbildung, Weiterbildung, den Kaderaustausch. Wir bilden gemeinsame Forschungsgruppen und arbeiten an einer gemeinsamen materiell-technischen Basis für diese Aufgaben. Es geht darum, mit dem Blick auf das Jahr 2000 und darüber hinaus Erziehung, Ausbildung, Weiterbildung und Forschung so zu gestalten, dass höchster Nutzen für die Gesellschaft und für die Volkswirtschaft entsteht. Von großen Fischen nun zu harten Pfefferkuchen. Zu den biologischen Helfern auch in der Lebensmittelindustrie gehören unter anderem die Enzyme. Enzyme, das sind Eiweißverbindungen, die ohne zusätzlichen Energieaufwand Stoffe umwandeln können, ohne sich dabei selbst zu verändern. Sie wirken beispielsweise auch in unserem Körper bei der Verdauung. Die Biotechnik hat sie heute auf völlig neue Weise als Industriearbeiter eingesetzt. Unter anderem zum Aufschlüsseln von Zucker in Trauben und Fruchtzucker. Das Neue dabei ist nun, dass dieser Vorgang fortlaufend erfolgen kann, weil das betreffende Enzym dazu speicherbar geworden ist und in der Anlage verbleibt. Mit dem damit produzierten Invertzucker lassen sich zum Beispiel solche Pfefferkuchen länger frisch halten. Harte Lebkuchen. Wer hat sich nicht schon darüber geärgert? Hart werden sie, wie auch diese Gelatine-Schaumfiguren, weil bei längerer Lagerung, wie das Experiment verdeutlicht, Wasser verdunstet und der eingesetzte Zucker auskristallisiert. Abhilfe schafft jetzt diese Lösung. Sie enthält Frucht- und Traubenzucker zu gleichen Teilen, Invertzucker genannt. Das Gemisch kann unter anderem Wasser speichern und Süßwaren so länger frisch halten. Ausgangsprodukt für diesen Invertzucker ist handelsüblicher Flüssigzucker. Seit circa 1,5 Jahren wird er unter Nutzung biologischer Spaltprozesse veredelt. Die einzige Anlage dafür in der DDR steht in Lage. Hier ihr Herzstück, der Reaktor. Ein einfaches Schema soll erklären, was darin geschieht und für unser Auge nicht sichtbar ist. Die rot-blauen Kugelverbände stellen Weißzucker in Wasser dar. Er wird gespalten in Frucht- und Traubenzucker. Das Gemisch ist der Invertzucker. Hervorgerufen wird die Spaltung durch das Enzym Invertase, die gelben Kügelchen. Damit es wiederverwendungsfähig bleibt, braucht man einen stabilen Trägerstoff. Ein spezielles Harz, das sehr porös ist. Hier eines unter dem Elektronenmikroskop. Nur 1 Gramm dieses Harzes hat eine Oberfläche von 40 Quadratmetern. Das entspricht etwa der Durchschnittsgröße einer Zweiraumwohnung. Die große Oberfläche bietet besonders viele Anlagerungsmöglichkeiten für das Enzym und gewährt so seine notwendige Aktivität. Innerhalb einer Stunde ist der 50-Liter-Inhalt eines Reaktors umgesetzt. 800 Tonnen Invertzucker werden in diesem Jahr insgesamt mit Hilfe von Enzymen produziert. Noch einmal zum Hauptproblem des Verfahrens. Lange Zeit war unklar, wie man Enzyme so binden kann, dass sie immer wieder eingesetzt werden können und dass sie nicht beim ersten Einsatz vom Rohstoff, in diesem Fall von der Zuckerlösung, aufgesogen werden.
Anfang der 80er Jahre lösten Wissenschaftler der Universität Halle und des Bitterfelder Chemiekombinates dieses Problem der Grundlagenforschung. Zugleich begann die Arbeit an dem Verfahren und den nötigen Anlagen für die Praxis. Was war eigentlich das Komplizierteste bei der Verfahrensentwicklung? Ja, wie bei allen Verfahrensentwicklungen ist ein besonderes Problem die Maßstabsübertragung. Die optimierten Versuchsparameter aus dem Laborverfahren sind an diesem kleinen 5 Milliliter Reaktor durchgeführt worden. Ein weiteres Problem war die Bereitstellung der Invertase. In der Form, wie wir sie benötigen, ist sie in der DDR nicht verfügbar. Deshalb haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, ein neues Verfahren zu entwickeln, das diese Qualität an Invertase für uns liefert. Das junge Kollektiv war schon nach kurzer Zeit erfolgreich. Warum also nicht heute an eine geheime Wette vom Anfang erinnern? Ja, ich habe die Ergebnisse der Grundlagenforschung dem Betriebsleiter von Ingenieurtechnik Halle vorgetragen und erfuhr von ihm, dass er in der Lage ist, diese Arbeiten innerhalb eines Jahres in die Praxis zu überführen. Ich hielt das für absolut unmöglich, weil es ja immerhin noch eine technologische Strecke gab und die Realisierung schließlich auch nicht ganz einfach war. Ich habe diese Wette verloren und ich muss sagen, das war eins der schönsten Gläser Sekt, die ich mit dem Kollegen zusammen getrunken habe. Was meinen Sie, warum haben Sie die Wette verloren? Es war der gute Zusammenhang, die gute Zusammenarbeit mit diesen Kollegen, die eigentlich auf allen Ebenen funktioniert hat. Wir sind in ständiger Konsultation gewesen, wir haben alle Einzelheiten dieses Prozesses immer durchgesprochen. Es konnte eigentlich gar nichts schiefgehen, wenn ich im Nachhinein das sagen soll. Die Gustav-Hertz-Medaille der Physikalischen Gesellschaft für Professor Dr. Heinz Bethge, Präsident der Akademie der Deutschen Naturwissenschaften Leopoldina. Anerkennung auch für grundlegende Arbeiten in der Elektronenmikroskopie, einer Disziplin der Schlüsseltechnologien, die auf der Jahreshaupttagung der Physikalischen Gesellschaft zur Diskussion stehen. Physiker aus Hochschulen, Akademieinstituten und Kombinaten sowie Gäste aus dem Ausland befassen sich 4 Tage lang in über 100 Vorträgen mit dem gegenwärtigen Stand der Forschungsarbeiten in der Opto- und Lichtleiternachrichtentechnik, dem Vakuum und Plasma in der Elektrotechnik Elektronik. Der Tagungsort Berlin, der durch den Begriff Berliner Physik in der Wissenschaftsgeschichte einen internationalen Namen hat, verpflichte, so Professor Dr. Rompe, zu wissenschaftlichen Spitzenleistungen und ihrer raschen industriellen Anwendung. Es geht uns also darum, den Beitrag der Physik zu zeigen bei der umfassenden Nutzung und bei der Schaffung der Voraussetzungen für die Schlüsseltechnologien. Es geht uns auch darum, neue Aufgaben, neue Maßstäbe, neue Anforderungen herauszuarbeiten, ganz im Sinne unserer Erkenntnis, dass das Erreichte noch nicht das Erreichbare ist. Sie haben einen guten Draht zueinander, Professor Gerhard Schwachuller und Professor Peter Fröhlich, 2 Kapazitäten der technischen Chemie aus dem Chemiekombinat Bitterfeld und der Halleschen Uni. In Theoretiker und Praktiker wollen Sie dennoch nicht geschieden sein. Das ist richtig. Wir sind beide eigentlich auf dem Gebiete der Vorbereitung als auch auf dem Gebiete der Überführung tätig. Das ist ja gerade der Vorteil unserer Zusammenarbeit, dass es hier nicht eine starke Trennung, eine scharfe Trennung eigentlich gibt, sondern dass wir gemeinsam von Anfang bis zu Ende eigentlich an einem Problem arbeiten, das wir strategisch selber festgelegt haben und mit Kooperationspartnern durchgezogen haben. Das Stichwort heißt also Integration. Konkret ging es um die Entwicklung eines Ionenaustauschers für die Wasserwirtschaft. Bereits in 2 Einsatzfällen in Gera und Dresden wird mit seiner Hilfe Trinkwasser gereinigt, ein Stück Lebensqualität verbessert. Nur ein Beispiel für eine Strategie der Zusammenarbeit, aus der allein 1988 3,9 Millionen Mark ökonomischer Nutzen erwuchsen. Koordinierungs- und Leistungsverträge stecken konkrete Zielstellungen und Aufgaben ab zum Nutzen beider Seiten. Ich glaube, dass die enge Zusammenarbeit mit der Praxis für die Hochschule auch in der Hinsicht nützlich ist, dass wir unsere Studenten besser
auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereiten. Wenn wir beispielsweise in einer Diplomarbeit deutlich machen können, dass dieses Ergebnis in einem Pflichtenheft sich wiederfindet, vom Betrieb erwartet wird, gesellschaftlich bedeutsam ist, bestimmte Bedürfnisse befriedigen soll. Es ist keine Wissenschaft im Elfenbeinturm. Eine Menge Geld, Kopfarbeit und Nerven, das steckt auf alle Fälle schon mal drin im neuen Biotechnikum der Halleschen Uni, auch wenn bis zur Übergabe noch Zeit ist. Geld und zwar runde 70 Millionen, weil Schlüsseltechnologien nun mal nicht für einen Pappenstiel zu haben sind. Kopfarbeit, weil man ein Projekt in diesem Umfang bislang noch nicht realisieren musste. Nerven, weil manches nicht so klappt, wie es geplant war. Wenn etwa wichtige Zulieferungen aus der Optoelektronik zu spät kommen, schlaucht das. Da braucht es Stehvermögen, denn bis zum Parteitag soll das Objekt übergeben sein. Also eine Grundhaltung, die ich sehe, sowohl des Leiters oder des Leitungskollektivs besser, wie auch der Mitarbeiter, besteht darin, dass gegenseitige Ehrlichkeit besteht. Ehrlichkeit in der Darlegung der Probleme, Diskutieren dieser Probleme und schließlich sich auch anhören, wie Lösungswege von vielen gesehen werden, um dann einen gemeinsamen, effektiven Weg zu finden. Die Aufgaben des Biotechnikums sind rasch umrissen. Erstens Grundlagenforschung, zweitens die Entwicklung und Überleitung von biotechnologischem Know-how, drittens die Ausbildung von Kadern. Haben junge Leute bei Ihnen eine Chance? Natürlich haben junge Leute eine Chance. Eine solche Technologie, die wir in die Wirtschaft, in viele Bereiche unserer Gesellschaft einfügen müssen und auch wollen, ist ohne junge Leute überhaupt nicht möglich. Das ist eine Zukunftstechnologie. Aber, das muss man natürlich sagen, sie beginnt heute, indem wir heute daran arbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn viele junge Leute, Naturwissenschaftler, Ingenieure, junge Facharbeiter mit einem guten Ausbildungsprofil hier bei uns arbeiten wollen. Aber geschenkt wird niemandem etwas? Nein, das ist Arbeit. Das Durchschnittsalter des Stammkollektives liegt übrigens unter 30 Jahren und bereits jetzt laufen Auftragsforschungen unter anderem für die Chemiekombinate in Piesteritz und Bitterfeld. Wertumfang 8 Millionen Mark. Amtsübergabe. Festliche Versammlung im historischen Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Nach fast 16-jähriger Tätigkeit übergab der Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher, Leopoldina, Professor Dr. Heinz Bethke, sein hohes Amt dem nunmehr 24. Präsidenten dieser ehrwürdigen Gesellschaft, Professor Dr. Benno Partier. Die Leopoldina ist mit nahezu 350 Jahren Geschichte die älteste bis in die Gegenwart tätige Akademie. Kampfgase aus der Giftküche der Stadtsicherheit in den Kellern eines halleschen Universitätsgebäudes. Ausgerechnet bei den Chemikern am Weinbergweg sollen mehr als ein Jahr gefährlichste Ampullen mit Kampfgasen wie Sarin und Hyperin gelagert worden sein. Am Freitag wurden die Giftgläschen entdeckt, noch heute Mittag war das gefährdete Gelände abgesperrt, der Universitätsbetrieb ruhte. Vorläufig allerdings besteht Zweifel an der Echtheit. Es kann weder gesagt werden, ob es Imitate sind, es kann auch nicht gesagt werden, dass die darin befindlichen Substanzen echt sind. Inzwischen sind die Umweltschützer gefordert, das Landesamt für Umweltschutz geht der Sache nach. Das Landesamt für Umweltschutz ist zurzeit in diese Angelegenheit eingeschaltet und prüft, wie entsorgt werden kann. Eiligst wurde eine Düsseldorfer Spezialfirma herbeigerufen. Die Substanzen sollen nach Munster in Niedersachsen überführt werden.